Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ständer kocht. Heute machen wir, nachdem das Video mit der Heißluftfritteuse so extrem eingeschlagen ist, eine weitere Produkttestung. Und zwar testen wir heute den Smoothie Maker. Den habe ich mal wieder von Feinkost Aldi mitgebracht. Wollen wir mal gucken, was das Gerät so kann. Wir sind hier am Baldeneysee und schauen mal, was da so drin ist. So, hier drin ist, oh, da fallen mir schon die ersten Kleinteile entgegen. So, Deckel, Pappe. Ah, guck, da wird's interessant. Einmal, das sieht aus wie der Mixer Buddy. Schon mal schwer, also steht gut. Ein Mixmessergerät, Pappe und noch so ein Mixmessergerät. Irgendwie fehlt mir hier oben die Öffnung. Aber okay, das werden wir schon rausfinden. Wir machen mal die ganzen Plastikkondome hier ab und schauen mal, was das Gerät uns hier noch so verspricht. Ah, so langsam verstehe ich das System. Das ist quasi umgekehrt, so wie ihr es von normalen Mixern kennt. Guck mal, hier ist sogar eine Decke mit Trinköffnung. Das ist ja geil, da brauchst du die Cocktails gar nicht mehr umfüllen in irgendwelche anderen Gläser. Cool. So, das gebe ich mal eben aus der Kamera raus. Muss das einmal festhalten. Danke. So, diesen Aufsatz hier, bisschen klein für das, was wir vorhaben. Weg damit. Dieses Riesengerät, ich glaube, das passt auch hier drauf. Ja, guck, das passt auch hier drauf. So, aber ich glaube, wir fangen mal mit diesem mittleren Gerät hier an. Ist da irgendwo eine Markierung, wie voll ich das machen kann? Ja, da. Da steht Max. Also machen wir das auch mal bis dahin gleich voll. Was haben wir noch? Wir haben einen Trinkdeckel, das finde ich ja ganz cool. Brauchen wir aber gerade auch nicht. Und wir haben noch zwei weitere Deckel. Wahrscheinlich damit man den fertig gemixten Smoothie in den Kühlschrank stellen kann. Ja gut. Kann man machen, brauchen wir aber jetzt nicht. Um das Ding zu testen, machen wir uns einfach mal einen Cocktail, oder? So, zum Beispiel kann man damit machen einen Himbeer-Daiquiri. Das machen wir jetzt. Wir nehmen den Messeraufsatz und den mittelgroßen Becher davon. Versorgen dieses Gerät erstmal mit Strom, weil das braucht so ein Mixer nun mal. Strom habe ich zufällig hier liegen. So, nachdem wir jetzt Strom haben, füllen wir uns dieses Ding jetzt mal mit allem, was in einen ordentlichen Daiquiri reingehört. Da sind vor allen Dingen Himbeeren. Wenn ihr TK-Himbeeren verwendet, dürfen die ruhig gefroren sein oder angetaut. Da ist völlig Wumpe. Dann musst du auf jeden Fall rein. Rum. Dann gehört in einen ordentlichen Daiquiri etwas Zuckersirup. Für die Säure etwas Zitronensaft. Nicht zu viel, da die Himbeeren auch schon relativ sauer sind. Und damit es noch eine schöne knallige Farbe gibt und auch noch für etwas Süße, auch noch etwas Grenadinsirup rein. So, das war es schon gewesen im Prinzip an Sirupen und Spirituosen. Da muss jetzt auf jeden Fall noch Crushed Eis rein. So, gucken wir mal, was das Ding kann. So. Dann drehen wir mal den Deckel da drauf. Und schauen mal, hau ab du Fliege, was der Smoothie Maker so drauf hat. Geht's! Ja, dann ständig Power.
mal ein bisschen Konsistenz. Mal gucken wir mal hier rein. Ja, relativ fest, so muss das. Das Ausgießen ist ein bisschen schwierig, aber sonst würde ich tatsächlich sagen, das Ding ist gut. Und damit kriegt dieser Smoothie Maker tatsächlich einen Daumen von mir. Das Ding ist echt gut, macht Spaß und ich glaube, der Cocktail wird jetzt auch ganz lecker. Schalte beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, der Ständer kocht dein Lieblingsessen. Ich will irgendwas sagen, aber du mit deinem Doppelkinn quasi reibst du in den Mikro rum. Das ist doch geil. Kommst du tief runter. Ja, danke. Arsch. Mal gucken, ob der Strom auch hier ankommt. Ich will ja nichts sagen, aber wo mache ich das denn an? Ich bin ja mal gespannt, wie ich das Ding ankriege. Zu doof. Haben wir Strom? Also hier ist auch ein Schalter drin. Wahrscheinlich haben wir keinen Strom. Samuel, kannst du mal gucken, warum wir keinen Strom haben? An dieser Stelle herzlich willkommen in den Outtakes am Ende des Videos. Wie ihr wisst, immer am Ende des Videos kommen die schönsten Fails aus dem Video. Paul, ich würde jetzt auch den Shaker nehmen. Ja, guck mal, mein Assistent Paul. Herzlich willkommen. Willkommen. Vielen Dank. Guck mal, ganz schnell haut er wieder ab aus der Kamera. Aber die Leuchte leuchtet auch nicht hier. Ist jetzt ganz schön doof. Da sind vor allen Dingen Himbeeren. Scheiße, ich habe nichts, um die Himbeeren da rauszuholen.